sieht man eigentlich die Bloodsucking Zombies in so einem ungewöhnlichen Outfit? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir in einer so seriösen Sendung wie dieser uns vielleicht in menschlichem Antlitz hüllen sollten, damit nicht irgendwie die Leute schockiert sind oder voreingenommen sind, wenn wir uns richtig präsentieren würden, wie wir heute aussehen. Verstehe. Was ist denn eigentlich aus Riffraff geworden? Wer? Riffraff. Der von der Rocky Horror Picture Show? Ja, natürlich. Der lebt doch auf eurem Planeten, oder? Nein, das ist ein anderer Planet. Achso, seid ihr nicht vom Planet Transylvania? Ja, wir schreiben uns mit Y. Ah, verstehe. Wie sieht es aus mit dem Sexualleben am Planeten Transylvania? Groupies? Darum sind wir hier auf dem Planeten Erde, weil es auf Planet Transylvania einfach keine Frauen gibt. Da gibt es nur Monster, Massaker, Leichen, Zerstümmelungen, Folterungen und so erobern wir jetzt die Erde und erobern auch die Frauen hier. Aha, und was wollt ihr hier auf der Erde so wirklich erreichen? Die Weltmacht. Schon? Sicher. Und warum verwendet ihr gerade Rockmusik als Transportmittel für eure außerirdischen Botschaften? Weil es die teuflische Musik ist, die böse Musik. Wieso ausgerechnet böse? Es ist uns so vermittelt worden, Rock'n'Roll ist immer mit Teufel verbunden, mit Negativ, mit Horror, Abschlachten, Selbstmorden, Morden, Massakern. Und somit haben wir gedacht, ja, das ist unsere Musik, das ist klar, definitiv, das müssen wir machen. It took place in this city years ago. The story's case of Billy Butcher. Tale of Ladder, Tale of Woe. Ihr wart in einer Folge von CSI Meidling zu sehen. Stimmt es, dass Außerirdische mit speziellen Polizeieinheiten auf der Erde kooperieren? Ja, definitiv, das stimmt. Und mit welchen Polizeieinheiten? Ja, mit CSI Meidling zum Beispiel. Haben wir live miterlebt, ist so. Aha, und wie läuft das dann so ab? Grausam, furchtbar. Furchtbar, die Hölle auf Erden. Sie arbeiten Hand in Hand, erst einmal mit sehr unlauteren Mitteln, mit Moskitos, mit eigens gezüchteten Moskitos, die dressiert man sich an. Um das Blut auszusaugen. Ja. Also quasi Folter eigentlich. Insofern grausam, weil das eine Idee von uns sein hätte können. Aber leider ist es halt schon auf der Erde von einem Squad-Team der Polizei erledigt worden. Ja. Und darum kam es zur Kooperation. Ja, genau. Ja. Verstehe. Welche Horrorfilme schauen sich denn Zombies so privat an? Exorzist, Texas Chainsaw Massacre, die Romero-Zombie-Trilogie, Evil Dead, 1, 2, 3, Italo-Splatter-Filme, Lucio Fulci und so weiter, Dario Argento-Filme, Amateurfilme von Jörg Butgereit zum Beispiel, großartiger Filmregisseur, Todesking, super Film. Japanische Horrorfilme? Zum Teil, also wenn japanische Filme, dann nur die richtigen Sequels.